Guten Morgen, Leute. Es ist Freitag. Ich habe mir erstmal meine Schmusekatze geschnappt. Auch wenn die nicht so gerne schmust. Heute habe ich Spätschicht. Und ich habe überraschenderweise das Pen and Paper noch nicht fertig. Sowas kommt ja total selten bei mir vor. Deswegen muss ich da jetzt noch dran schreiben. Morgen findet das Pen and Paper statt. Sonntag muss ich auch arbeiten. Sogar in zwei Schichten. Das heißt, da wird nicht besonders viel hier abgeben, weil das soll ich euch schon zeigen bei den paar Stunden, die dazwischen liegen. Und ja, das geht. Nö. Das wird ein sehr, sehr kurzer Vlog oder ich schneide viel vom Pen and Paper rein. Mal sehen. Ich habe gerade Baguettes in den Ofen geschoben. Dieses Wetter ist echt. Ich krieg die Krise, ey. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ich bin einfach so ein Herbst-Frühlingstyp, keine Ahnung. Ja, alle Sommermenschen da draußen. Ich kann euch nicht verstehen. Nein, es ist so stickig und so warm und alles klebt und man schwitzt beim Sitzen. Furchtbar. Ich esse übrigens gerade Baguette vom Netto. Nur, damit ich euch das auch mal gezeigt habe, es gibt keine Pizza. Pizza gibt es morgen bei Pen & Paper. Ja, ein Baguette. So, ich bin zu Hause. Ich habe ein bisschen wenig getrunken, deswegen habe ich jetzt Rückenschmerzen. Meine Nieren danken es mir. Wir waren noch eben bei Rewe. Da habe ich dieses Eis gekriegt. Zitrone Buttermilch von Cornetto. Habe ich auch noch nie gesehen. Finde ich cool. Und ja, ich muss jetzt noch weiter schreiben. Und jetzt muss ich mir mal den neuen Monitor von meinem Kumpan anschauen. Kumpan? Kumpane. Vom Kerl. 2 Uhr morgens und ich habe das Pen and Paper beendet. Unglaublich. Oh Mann. Ich komme echt noch irgendwann mal ins Schleudern und muss das improvisieren. Ich sehe das schon kommen. Naja. Ich gehe jetzt schlafen, weil um 1 geht es ja schon wieder los. Hallo Leute. Wir haben jetzt noch ordentlich aufgeräumt, deswegen hier ist der Tisch. Paddy hat seine Sachen mitgenommen, seht ihr das? Tja, wehe Paddy, du bringst deine Papiere nicht mit. Ich weiß nicht mehr, was du da drauf gekriegt hast. Denn das ist Pech. ja, ich möchte jetzt noch duschen gehen. Da ist ein Pork-Kebab. Und der muss noch sauber machen. Wir schreiben das Jahr 234 und befinden uns derzeit im Lunarmonat. Für die Nerds unter euch, die sich auf Zahlen einen runterholen. Heute ist der 30. Tag des zweiten Lunarmonats im Jahr 243 der neuen Russow-Zeitrechnung. Neu heißt, dass diese Zeit vor genau 30 Tagen, 7 Monaten und 243 Jahren begonnen hat. Ihr Schwachköpfe habt selbstverständlich keine Ahnung, was ein Lunarmonat ist und wie lange ein Jahr, ein Monat oder ein Tag in dieser Welt währt. Damit ihr eure Kinder zu kleinen Klugscheißern erziehen könnt, werde ich deshalb ein paar Eckdaten in eure gedimmten Leuchten prügeln. Ihr lebt auf dem Planeten Lunatopia, der aus 5 Kontinenten und einer Unmenge an Wasser besteht. Arbeiten wir uns von Westen nach Osten vor. Es beginnt mit den westlichen Halbmondwalden. Darauf folgen die durch den Fluss des Wissens getrennten Schwesternlande, die bestehen aus dem Dunkelauer und dem Mittelauerreich. Nordöstlich dieser riesigen Kontinente verbirgt sich der kleinste Teil Festland in Lunatopia, die Heimat der Verbannten Pentarius. Und direkt südlich darunter sind wir gerade. Das hier ist die magische Zentrale Veneficus. Ein Jahr währt 10 Monate und ein Monat stets 30 Tage. Die Jahreszeiten unterteilen sich in 2 Vitato-Monate, in denen alles erblüht, 3 Sanova-Monate, in denen Lunatopia vor Wärme glüht, 3 Lunamonaten, in denen das Festland wieder abkühlt und 2 Obscura-Monaten, in der die Welt die meiste Zeit eines Tages in Dunkelheit gehüllt ist. Ein Tag hat 20 Stunden. In allen besagten Jahreszeiten außer den Obscura-Monaten haben wir 10 Tageslicht und 10 Dämmerungsstunden. Zu den Zeiten der absoluten Dunkelheit bleiben euch vielleicht 5 Stunden, bevor ihr die Hand nicht mehr vor euren Augen sehen könnt. Je nach Kontinent variieren diese Zeiten. Das Dunkelauerreich beispielsweise hat eine sehr viel stärkere und andauerndere Dämmerung als das Mittelauerreich. Das Klima ist stabil, aber die dunklen Gegenden sind etwas kühler. Und in den Dörfern um den Mount Magic liegt fast ganzjährig Schnee.
diese Welt wird seit Anbeginn dieser Zeitrechnung von Evelina Ashworth regiert. Der Name der Zeit beruht auf ihrem Mädchennamen. An ihrer Seite herrscht der oberste Zirkel und die magischen Schutztruppen unter der Leitung ihres Mannes Dorian. Diese sorgen für die Sicherheit der einzelnen Rassen. Bei Lunatopia handelt es sich um einen fortschrittlichen Planeten. Wir bewegen uns hauptsächlich auf Hoverfliegern fort oder nutzen Teleportation, um an unser Ziel zu gelangen. In Behörden bedienen uns in der Regel Roboter und all die Arbeit, die keiner machen will, wird von Androiden übernommen. Ihr wisst schon, Lehrer, der Pubertierenden, Seniorenschrubber oder Tapetenkünstler. Von den Bordellen brauche ich Wesen wie euch sicherlich nicht zu erzählen, aber persönliche Erfahrungen sind ja auch nichts Schlechtes. Ihr fragt euch sicherlich, wer ich bin. Dieses kleine Miststück, das hier sitzt und euch Vollpfosten beleidigt. Ich bin die Person, die sich im Laufe dieses Abenteuers immer wieder mit euch herumschlagen muss. Mein Name ist Vladlina Rea Vakrushev, kurz gesagt Vlad, und ich bin die Anführerin des Trupps C, der Vereinigung, der ihr euch angeschlossen habt. Ich werde gerufen, wenn das Subjekt entschärft werden soll. Sehe ich ratlose Gesichter? Okay, Leute, dann braucht ihr wohl weitere Grunddaten. Ihr gehört seit eurer bestandenen Prüfung zum Kreis der Memoria. Der Name spielt darauf an, dass wir dafür sorgen, dass manche Taten, Wesen etc. zu verblassenden Erinnerungen werden, sobald wir erscheinen. Wir sind ein Zusammenschluss von Jägern, die unter der Führung von Levin Anderson abseits des Gesetzes agieren. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei uns um den Trupp C. Und wer von euch zumindest in der ersten Klasse aufgepasst hat, weiß, dass vor dem C noch A und B kommen. Trupp A behandelt Fälle professionell und schafft für beide Parteien ein gerechtes Abkommen. Trupp B löscht eine Partei aus und sorgt dafür, dass kein Verdacht auf den Klienten fällt. Und Trupp C wird gerufen, wenn Hopfen und Malz verloren ist. Wir flicken das zusammen, was übrig geblieben ist, und töten jeden, der uns auf den Sack geht. Außer euch gehört noch meine nervige Zwillingsschwester Sarah, ihr aufdringliches Hausschwein Schnitzel und ein mir unbekannter Typ, neuer Typ dazu. Ich denke, wo wir jetzt die Grundschule abgeschlossen haben, beginnen wir mit unserem Abenteuer. Es ist wieder soweit, es gibt Pizza. So, 23 Uhr. Pen and Paper ist beendet. Sie haben alle mehr oder weniger gerade so überlebt. Mit so 10 HP und so. Aber immerhin ist es keiner gestorben. Sie haben soweit alles ganz gut gemacht. Ansonsten esse ich jetzt noch meine restliche Pizza und dann muss ich ja gefühlt gleich schon wieder aufstehen und zur Arbeit. Es ist wieder eine von meinen ehemaligen Klassenkameraden schwanger. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin langsam die Einzige. Ich bin auch die Einzige, die irgendwie keine Kinder mag und will. Oder bei denen passiert das alles aus Versehen. So weit guckst du da ja nicht rein. Ist es bei euch auch so, dass ihr so die Letzten im Kreise seid? Oder habt ihr selbst schon Kinder und ihr habt noch Freunde, die so wie ich sind und einfach keine Kinder wollen und dann immer zu hören kriegen, warum nicht? Du änderst deine Meinung bestimmt, wenn du keine mehr haben kannst. Verdämlich eigentlich, aber wenn ich jetzt keine Kinder mag, warum soll ich sie dann in ein paar Jahren mögen? Also ja, außerdem finde ich die Frage bei Menschen, die vielleicht keine Kinder kriegen können, richtig, richtig fies. Also bei mir ist das wahrscheinlich nicht so, keine Ahnung. Ich hoffe, also es wäre cool, wenn nicht, dann müsste ich mir viel weniger Gedanken machen. Aber bei die gerne welche hätten und immer diese Frage gestellt bekommen, das muss richtig hart sein. Also seid immer vorsichtig mit den Fragen, die ihr so stellt. Guten Morgen. Ja, es ist 6 Uhr früh. Ich gehe zur Arbeit. Ich glaube, ja, Menschen haben sich schon wegen weniger umgebracht. Oh, Mann, bin ich froh, wenn der Tag rum ist. Ich habe heute nämlich Doppelschicht. Herzlichen Glückwunsch. Also, weiß ich nicht, ob viel passieren wird. Ich denke nicht, weil ich bin jetzt schon todmüde und kriege schlechte Laune von der Tatsache, dass ich jetzt schon wach bin. Das war Runde 1. Das ist mein After-Frühdienst-Gesicht. Aber es geht mir gut. Ich mag trotzdem lieber Spätdienste. Wir waren beim Dönermann. Für mich gibt's Thunfischbaguette und da hinten gibt's Döner. Und nebenbei blätter ich durch Prospekte. Ein typischer Sonntag. Zweite Runde Arbeiten ist vorüber.
Steffen wirft gerade ein paar Soldaten bei Assassin's Creed übers Dach. Und ich will jetzt noch was essen. Und schon ist der Tag auch schon wieder gelaufen, ne? So schnell ist ein Sonntag vorüber. Ich bin müde. Das heißt, das war's schon wieder. Recht kurz, auch nicht viel vom Pen and Paper, aber ja, ich habe das momentan wohl nicht so mit dem Film in meinem... wenn etwas passiert, keine Ahnung. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bye!